Willkommen zu diesem Demjansk, oder wie ich ihn nenne, Danny. Intro-Video, Instra-Video, Instra-Burst. Instra-Burst und Crazy Automatic als Zweitwaffe. Teil meines Waffenlevels. Viel Waffenlevel natürlich. Und die Intra ist so, wie so meine Lieblingsschrotflinte. Ja, die Intra ist die Schrotflinte. Die Crazy ist das Sturmgewehr, wie man hier stark erkennen kann. Mein Lieblingssturmgewehr killt sehr schnell, sehr viel Kontrolle, kickt nicht so viel, nur halt lange Nachladezeiten und sehr wenig Magazin. Mit 8 Schuss kommt man nicht ganz aus. In diesem Spiel wird halt wie immer Danny später ein bisschen Kirche dominiert, was man mit der Schrotflinte auch hier macht. Und dann über die Seiten rennen, weil jeder durch die Mitte, der durch die Mitte rennt, sowieso ein ziemlich leichtes Ziel ist. Da sieht man mal das LMG, das ich gerade ausprobiert habe. Da kickt schon ein bisschen mehr. Ich glaube, Flammenwerfer werden wir dann auch noch hier sehen. Ohne Flammenwerfermusik natürlich leider. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das gegen Copyright verstößt, aber das Problem und warum ich es nicht nehme, ist erstens, weil ich andere Audiospuren drinnen habe, wie Stimmen von anderen Leuten, die ich nicht rein haben will. Meine Stimme war nicht dabei, komischerweise. Also ich habe sehr viel Call of Duty Gameplay, dass ich wahrscheinlich noch extra Stimmen bearbeiten muss, die Stimmen rausschneiden mit einem Programm und dann noch drüber kommentieren, Oldschool-Style. Während ich andere Sachen wie Outriders und Rocket League alles live kommentiere und auch eigentlich meine eigene Hintergrundmusik nehme, die ich wahrscheinlich auch noch dann hochstellen werde auf YouTube irgendwann, wenn ich Zeit und Lust habe und mir ein Thumbnail dazu gezeichnet habe. Und da brennt schon schön alles in der Kirche, so wie so viel. Na, sollte ich nicht vielleicht nicht sagen, dass eine Kirche schön brennen soll. Schön warm soll sie sein. Brennen natürlich nicht. Das ist kein symbolisches Gameplay, wo man mit Flammenwerfer durch die Kirche rennt. Das ist nicht der Plan. Flammenwerfer, Killstreak. Macht Spaß. Ich habe es jetzt meistens mit dem Bomber ausgewechselt, weil ich mit der Shotgun sowieso öfter im Haus drin stehe und Shotgun Kills leveln wollte. Habe jetzt auch geschafft, alle meine Shotguns fertig zu machen. Die Crazy ist irgendwie geglitscht. Ich habe sie gar nicht fertigstellen müssen, habe sie trotzdem auf Gold bekommen. Sollte ich vielleicht gar nicht verraten. Aber ja, Crazy Longshots wären eh nicht das Netteste gewesen. Nicht das Schönste zum Vollenden und nicht dabei, zu wenig zu leiden, um meine Kitty zu foltern. Runterzuschrauben. Und das war's mit dem Flammenwerferlauf. Das war noch bevor das Deadshot, Dead Drop oder wie es auf Deutsch auch immer heißen wird, Update gekommen ist, wo man das sich gut cheaten hat können. Das haben sie jetzt Gott sei Dank geändert. Weil so waren wirklich dann meistens bei guten Spielern Hunde durchgehend durch ein Spiel durchgehend. Ich glaube, wir haben jetzt auch gerade Hunde. Oder ich habe mich verschaut. Kann leicht sein. Mal probieren mit Shotgun pushen. Wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Nein. Auf dieser Seite spawnen und laufen ist immer Selbstmord fast. Das endet nicht gut. Kann auch nicht gut enden. Und ich glaube, ich sterbe jetzt gleich wieder. Oh, nein, gar nicht. Kingslayer Headshot Revenge, alles. Da ist der Tod. Da ist der Tod. Ja. Passiert halt auch oft. Ich bin jetzt nicht der stärkste Call of Duty Player. Ich spiele sowieso eher auf einen Rush-Play-Stil mit viel Shotgun und Gegner haben auch einen Flammenwerfer, wo man gleich mal flüchten kann und ein paar Schüsse drauf haben, hoffen, dass er nicht zu weit kommt. Flammenwerfer ist natürlich VIP-Ziel Nummer 1, muss niedergebrannt, niedergeschossen werden.
glaube, ich habe früher gesehen, dass ich Feuerschaden genommen habe. Selbst das Flammenwerfermann mit Spezialsuit weiß nicht, wie das genau funktionieren kann, aber so ist das halt normal als Flammenwerfermann. Dann brennt man selber auch schon an. So ist das normal als Flammenwerfermann, da brennt man selber auch schon an. Ha, könnte Freestyle-Rapper werden. Nein, nein, könnte ich nicht. Deutsch ist zwar ein bisschen besser als Englisch, meine Raps, aber so schnell denkend bin ich nicht. Deswegen Call of Duty wird auch nachkommentiert. Während dem Spielen ist meistens Mund zu und Konzentration angesagt. Weil sonst wären es noch weniger Kills und noch mehr Nachladezeit. Das ist das größte Problem bei Crazy Automatico. Das Nachladen dauert ewig. Das war auch das größte Problem beim Leveln dieser Waffe. Erstens ist sie nicht so stark gewesen ohne Pack und Slug. Pack und Slug hat viel wettgemacht. Da ist noch gut gegangen, aber ohne Pack und Slug ist die Waffe nicht wirklich zu verwenden. Ein paar extra Aufsätze, die es auch noch ein bisschen besser machen, aber ansonsten in meiner Meinung die schlechteste Shotgun. Die Trabürste ist eine viel bessere Shotgun. Und während ich verwirrt noch im Haus herumrenne, geht das Video auch schon zu Ende. Ganz langsam. Also danke fürs Zuschauen. Während ich glaube ich noch einmal sterbe, oder es geht sich genau aus, dass das Spiel aus ist. Und tschüss.